Und wir sind live. Guten Abend, liebe Ja. Freunde der Veränderung. Ich bin's, die Nils Musche. Bei mir ist heute meine liebe, geschätzte Kollegin Esther Fleck. Und Esther und ich, wir werden uns heute über das Thema Hypnose und Autismus unterhalten. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, Hypnose und Autismus, warum unterhalten die sich jetzt darüber? Die Frage werden wir Esther gleich stellen. Was für dich einfach wichtig ist, ist, dass Esther selbst Betroffene ist. Also sie ist Fachfrau in eigener Sache und kann uns deswegen natürlich ganz andere Einblicke geben und ganz andere Dinge erzählen, als ich das zum Beispiel könnte, weil ich mit Autisten bei mir in der Praxis in den letzten 10 Jahren nicht bewusst zu tun hatte. Esther, stell dich doch gerade mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wo kann ich dich finden, wenn ich dich suche? Seit wann machst du Hypnose? Warum machst du Hypnose? Und so weiter und so fort. Ja, wer bin ich? Ich bin Esther Fleck, wohne schon seit über 40 Jahren im wunderschönen Taunus, habe meine Praxis in Wiesbaden. Ja, wie bin ich auf das Thema Hypnose gekommen? Habe selbst ziemlich viele gute Erfahrungen mit Hypnose gemacht. Ich hatte so ziemlich viele Knoten in meinem Leben, die eigentlich erst durch Hypnose wirklich geplatzt sind und dann sich zum Guten gebessert haben. Warum Autismus? Jasmin hat schon gesagt, ich bin selbst betroffen. Ich habe ganz am Anfang nicht so wirklich geglaubt, dass man Autisten mit Hypnose helfen kann, habe es dann aber am eigenen Leib erfahren. Ich war einfach mal mutig, neugierig und habe Hypnose ausprobiert und siehe da, hat geklappt und wunderbar geholfen. Gut, Ja, wunderbar. Dann soll es das gewesen sein, Hypnose und Autismus funktionieren. Nein, Spaß beiseite. genau, ja. Wie bist du denn, Esther, wie bist du denn auf das Thema gekommen, dass du gesagt hast, lass uns doch mal über Hypnose und Autismus reden? Ich meine, du hast ja nicht grundlos gesagt, Steen, wollen wir da nicht mal drüber reden? Da Nee, wird es ja eine Vorgeschichte geben. da bin ich nicht grundlos drauf gekommen. Und zwar hat sich das wohl unter uns Kollegen rumgesprochen, dass ich mich mit Autismus auskenne. Und wann auch immer ein Autist in der Praxis anklingelt, dann kommen die Fragen im Hintergrund per PN an mich. Hilfe, da kommt ein Autist, was kann ich mit dem machen? Kann ich den überhaupt helfen? Hilft da Hypnose? Geht der überhaupt in Hypnose? Und oh Gott, was ist Autismus überhaupt? Naja, und in letzter Zeit häuft sich das. Liegt wohl auch daran, dass die Diagnosekriterien, nicht die Kriterien, aber Leute gehen eher mit ihren Kindern und auch mit sich selbst zum Arzt und kriegen dann die Diagnose Autismus. Das Okay. wird halt immer häufiger diagnostiziert. Und dann Okay. natürlich stellt sich die Frage, wie hilft man den Kindern? Also die Frage, die sich mir an der Stelle immer stellt, ist, also wie hilft man denen? Ja, das ist das eine. Die Frage vorher ist natürlich, wenn das Thema Hypnose ins Spiel kommt, kann Hypnose überhaupt helfen bei Autismus? Das ist jetzt die spannende Frage. Sagen wir mal so, da musst du dir zuerst die Frage stellen, warum kommt der Autist überhaupt in deine Praxis? Kommt er wirklich in die Praxis wegen seines Autismus oder kommt er wegen irgendeiner anderen Randbaustelle? Und das ist nämlich viel häufiger der Fall. Die wollen gar nicht von ihrem Autismus befreit werden. Im Gegenteil, die empfinden das häufig als Teil ihrer Persönlichkeit. Und wenn du Ja. das heilen wolltest, dann würdest du sie ihrer Persönlichkeit berauben. Das will keiner irgendwie. Aber die haben halt Okay. durch ihre Andersartigkeit und dadurch, dass das Umfeld dann auch da so merkwürdig drauf reagiert, kriegen die jede Menge so, das nennen die immer Nebenbaustellen. Das ist meistens Depression, das sind Ängste und Zwänge und viele kämpfen auch mit Essstörungen. Und Okay. voilà, alles sind irgendwie Probleme, mit denen wir in der Praxis sowieso häufig zu tun haben. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, oder andersrum, der Autist, wenn er denn kommt, dem geht es gar nicht um den Autismus, sondern eher um was anderes. Wie Nein. ist denn deine Erfahrung, wenn Eltern mit Kindern kommen? Wollen die, dass die, also ich sag mal, wollen die die Kinder wieder, ja, normal machen oder wollen die dem Kind helfen, dass es dem Kind einfach besser geht? Hast du da Erfahrungswerte?
Das kommt immer darauf an. Also erstens mal, wie stark in Anführungsstrichen das Kind betroffen ist. Autismus ist ja nun ein breit gefächertes Spektrum. Das geht von dem, ja, was jeder so als Autist kennt, der Kanner-Autismus, bis hin zum Asperger-Autismus, den man eigentlich so, wenn man mit ihm zusammen ist, gar nicht so wirklich als Autist wahrnimmt. Es sei denn, man fasst sich näher mit ihm und dann fallen einem diese Eigenarten auf. Meistens ist es so, je mehr betroffen das Kind ist, umso eher hätten die Eltern dann doch lieber ein normales Kind. Und das ist dann halt Elternarbeit gefragt, gar nicht so das Kind. Vielmehr liegt das dann am Therapeuten, die Eltern aufzuklären, was ist überhaupt Autismus und ist es überhaupt sinnvoll, welche Stärken hat auch ein Kind mit Autismus? Ja, das ist eigentlich, ja. Total verschieden. Und manche sind tatsächlich schon so weit, gerade wenn die Diagnose auch schon eine Weile länger her ist und noch nicht ganz so frisch, dann haben die sich auch mit dem Thema schon auseinandergesetzt und wissen, dass sie ihr Kind halt so zu nehmen haben, wie es nun mal ist, und ihnen das Leben als Autist in einer nicht autistischen Welt ermöglichen müssen. Okay, spannend. Wir schwirren so viele Fragen im Kopf herum. Aber bevor ich jetzt frage, fragen wir doch lieber mal, oh, was hast du denn für eine schöne Tasse? Habe ich da was? Ah, okay, gut. Hilft das bei den Autisten? Es sind Fotos. Ja, genau. Ja, auch das hilft. Okay. Hast du besondere Erfahrungswerte oder ja, was sind denn deine, wenn, also ich meine, gut, okay, wenn du sagst, ne, mit den Autisten, wenn sie dann kommen, mit den Themen arbeiten, mit denen sie ja sowieso kommen, was machst du mit denen? Wie gehst du vor? Was sind deine Erfahrungswerte? Was funktioniert gut? Was funktioniert weniger gut? Bei Autisten gehe ich nicht ganz so forsch vor wie bei normal, bei Nicht-Autisten, weil bei Autisten viel davon abhängt, noch viel mehr als von anderen Klienten, dass sie dir wirklich zu 100% vertrauen und dass du Ja. das Vertrauen, was du mal gewonnen hast, auf keinen Fall aufs Spiel setzt. Weil Okay. einmal verschissen, immer verschissen, auf Deutsch gesagt. Das gewinnst du so schnell nicht wieder. Okay. Wenn die einmal dir nicht misstrauen und da irgendwo meinen, da wäre ein fieser Haken dabei, dann kannst du vergessen. Also ich benutze meistens die erste Sitzung rein, wenn ich jetzt mit erwachsenen Autisten arbeite, dazu, um Vertrauen aufzubauen und denen zu erklären, was Hypnose ist, was Hypnose nicht ist, was man damit erreichen kann, auch als Autist. Ja, und dann geht es quasi in der nächsten Sitzung erst Richtung Hypnose. Okay. Das ist eigentlich das Einzige, was die Sitzung mit Autisten von denen mit Nicht-Autisten unterscheidet. Ich nehme mir mehr Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Okay. Also, wie gesagt, ich habe ja da wenig Erfahrungswerte. Ich weiß, dass Astrid eine Autistin hat, die auch regelmäßig kommt. Und sie machen jedes Mal so kleine Mini-Fortschritte. Also sie arbeiten mit dem Simpson-Protokoll, weil das, also es ist eine Patientin, die redet auch nicht viel, die will überhaupt gar nicht reden. Ja, und machen immer so, ja, wirklich kleine Mini-Schrittchen von Sitzung zu Sitzung zu Sitzung wird es besser. Kann durchaus auch kommen, weil ich hatte bis jetzt noch keine Klienten, die wirklich glaubwürdig sprechen wollen. Das sind meistens Asperger-Autisten, die zu mir kommen. Und im Gegenteil, wenn sie bei ihrem Spezialgebiet erwischt, dann hören die gar nicht mehr auf zu reden. Dann halten sie kleine Knirpen, universitätsreife Vorträge. Okay. Da musst du dann wirklich aufpassen, dass du auch mal zu Wort kommst. Cool, spannend. Also, bevor ich dir jetzt noch weiter Fragen stelle, wollen wir mal den vielen, vielen Zuschauern, die jetzt vielleicht neugierig da draußen sind, jetzt hier habt ihr die Frage, Esther nicht per privater Nachricht auf Facebook zu fragen. Ich hätte jetzt fast Genau. gesagt, nerven oder sie zu belästigen, sondern ihr könnt sie jetzt hier fragen und kriegt direkt eine Live-Antwort. Also wenn du jetzt eine Frage hast zum Thema Hypnose und Autismus, dann schreib sie jetzt einfach als Kommentar rein und Esther wird dir die Frage beantworten. Und Esther,
Wenn da Autisten kommen, mit welchen Hypnoseverfahren arbeitest du denn in der Regel am ehesten? Mit welchen Verfahren? Oh, das, also seitdem ich Simpson kann, mache ich fast nur noch Simpson-Protokoll, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, das war jetzt nicht geplant, dass Esther das sagt. Ja, okay. Und stinknormale Elmeninduktion. Okay, machst du denn mit denen auch Regression oder eher nicht so, weil irgendwas vielleicht dagegen spricht? Nö, ich kann mit denen, mach mit denen, hab mit denen vorher, bevor Simpson kam, immer Regressionen gemacht. Ich meine, Okay. da kann ich noch nichts anderes und da ging das auch nicht anders. Okay. Gut, spannend. Also es kommen irgendwie keine Fragen. Das wundert mich jetzt ein bisschen, dass niemand Fragen zu dem Thema hat. Wenn das nächste Mal das Thema im Facebook oder in einer der Gruppen auftaucht, dann wird es natürlich wieder einen Haufen Fragen geben. Wie, was, wer, wo kann ich da machen? Dann frage ich jetzt einfach mal so, Esther, was kannst du uns denn noch erzählen? Was kannst du mir als jemandem, der ich noch nie mit einem Autisten zu tun hatte, was kannst du mir an Tipps mit auf den Weg geben? An Tipps, meinst du jetzt speziell auf die Hypnose bezogen? Na, wahrscheinlich tendenziell erstmal eher auf den Umgang mit dem Autisten, weil die Hypnose, hast du ja schon gesagt, läuft nicht anders ab wie jemand, der kein Ja, Autist ist. genau. Ja, im Umgang, wie gesagt, ich viel, viel Zeit lassen, dass die auch Gelegenheit haben, anzukommen in eurer Praxis und ja, sich auch ruhig mal umgucken dürfen. Autisten, die haben ganz oft bedingt durch ihre wirklich seltsame Wahrnehmung und auch die Verarbeitung der Wahrnehmung funktioniert anders als bei Nicht-Autisten. Ja, dann haben die tendenziell erstmal Misstrauen und auch Angst. Lass die einfach ankommen in der Praxis und nimm dir Zeit und erkläre wirklich sehr ausführlich, was Hypnose ist und was Nicht-Hypnose ist. Denn viele Ja. Autisten tatsächlich, ja, genauso wie ich früher am Anfang, bevor ich das erste Mal in Hypnose gegangen bin, auch Zweifel haben, dass sie überhaupt in Hypnose gehen können. Aber das können sie ganz einwandfrei, sogar teilweise leichter. Was ich auch immer mache bei Autisten, ist fragen, ob sie einen bevorzugten Wahrnehmungskanal haben. Die meisten Autisten haben irgendeinen Sinneskanal, den sie bevorzugen. Bei mir ist es zum Beispiel riechen. Bevor ich Okay. irgendwas sehe, habe ich es längstens schon gerochen. Okay. Und von daher, wenn man mir dann Suggestionen gibt, dann oder mich fragt jetzt in der Regression, was nimmst du wahr? Ja, dann sind es als erstes Gerüche, die ich wahrnehme. Und wenn man da im Vorfeld schon mal fragt, hast du da sowas, was du bevorzugt benutzt, wo du besonders viel und intensiv wahrnimmst, dann sagen die dir das meistens und dann kannst du das hervorragend nutzen. Okay, das ist spannend. Ich habe nämlich gerade letztens erst erzählt, dass ich noch nie jemanden in der Hypnose, gerade in der Regression hatte, der Dinge gerochen hat. Ja, also ist gut zu wissen, weil ich halt auch immer sage, ne, alles, was an Informationen da ist, kommt hoch, Bilder, Gefühle, Gerüche, da, 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 da. Aber es hat noch nie einer gesagt, ich rieche, sondern das ist halt noch nie passiert. Das ist spannend. Die Marion hat eine Frage, Esther. Marion möchte gerne wissen, Autisten können ja nicht wirklich Emotionen zeigen. Wie gehst du da bei einer Regression oder auch beim Simpson-Protokoll vor? Dass Autisten nicht wirklich Emotionen zeigen können, das ist ein Gerücht, ein Gerücht. Das stimmt so nicht ganz. Autisten zeigen sehr wohl Emotionen. Sie zeigen sie wohl nur nicht, ja, in den Augen von Nicht-Autisten angemessen. Also nicht passend oder eben zu intensiv oder zu viel oder zu wenig. Aber dass gar keine Emotionen gezeigt werden können, das habe ich jetzt zumindest noch nicht erlebt. Von daher gesehen, ja, das, was an Emotionen da ist, kann man da genauso verstärken wie beim Nicht-Autisten auch. Und im ganzen Gegenteil, viele Autisten nehmen sogar viel zu viel Emotionen wahr und saugen die auf wie so ein Schwamm. Und aufgrund der intensiven Wahrnehmung, ja, gerät da so einiges durcheinander. Zu viele Sinneseindrücke, zu viele Gefühle, die kriegen sie nicht sortiert, weil auch eben der Wahrnehmungsfilter nicht richtig funktioniert. Es ist ja so, dass bei uns im Hirn alles, was auf uns so einprasselt, gebündelt wird, in sinnvolle Päckchen gepackt, damit unser Gehirn da überhaupt mit umgehen kann. Das ist bei Autisten einfach nicht so.
Da werden keine sinnvollen Päckchen gepackt, da ist, prasselt alles mit gleicher Intensität und selber Priorität auf das Hirn ein. Von daher ist kein Wunder, dass die nicht immer die passenden Gefühle zeigen. Aber sie zeigen Gefühle. Und meistens auch die, die zu dem Thema passen, die gerade das, was gerade aktuell ist. Wir glauben ja alle an das Überbewusstsein, ne? Und das macht das schon so, wie es gehört. Ach so, okay, das finde ich gut, das gefällt mir. Die Aussage finde ich das. Also hier ist noch eine Frage gerade hochgekommen. Was ist denn das Ziel so einer Hypnosesitzung mit einem Autisten? Also wie äußern sich die Fortschritte bei den Autisten? Ziel der Hypnosesitzung kommt drauf an, was der für eine Nebenbaustelle hat. Also ich zum Beispiel bin als allererstes mit meinen diversen Ängsten zum Hypnotiseur getappelt und wollte die erstmal loswerden. Ich habe da, da ich da schon 30 Jahre mit zu kämpfen hatte, mit diesen diversen, diffusen Ängsten, hatte ich da nicht mehr wirklich Hoffnung, dass sich da was dran tut. Und oh Wunder, nach einer Sitzung war es fort. Ich habe danach nie wieder irgendwelche beklemmenden Angstgefühle gehabt. Und ja, die Fortschritte können wie bei Astrids Autistin mini, mini, mini sein, sodass man wirklich immer ja in den Krümeln quasi sucht und nach der Differenz zur Vorsitzung. Und bei mir war es halt ein Riesenfortschritt. Ja, Höhenangst weg, Angst vor Autofahren weg, so diverse andere Ängste auch weg. Nach einer Sitzung. Spannend. Sehr spannend. Ja. Wie gesagt, das Ziel der Sitzung ist immer vom Klienten abhängig. Ja, also du sagst, ich will das nochmal ganz kurz aufblenden, du sagst es ja auch, letztendlich Zeit einplanen für einen Autisten, ja, nicht zu forsch, nicht zu schnell und ansonsten einfach machen, wie mit jedem anderen auch. Ja, also exakt. Wenn ich das weiß, dann weiß ich ja auch, okay, ich muss gar nicht so viel anders machen als normal, außer vielleicht ein bisschen eben langsamer vorangehen und mich auf das Tempo meines Gegenübers einstellen, was ich ja aber sowieso vielleicht hier und da manchmal machen sollte, weil ja dieses schnelle zack, 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 So. Jetzt kommt hier noch eine Frage vom Alexander, die ich spannend finde. Hallo Esther, hallo Steen. Kann man mittels Hypnose herausfinden, ob jemand Autist ist? Spannende Frage. Habe ich mir noch nie so wirklich gestellt, die Frage. Aber irgendwie, ich zweifle dran, dass man das mittels Hypnose herausfinden kann. Autismus ist halt so ein vielschichtiges Thema. Da gibt es nicht irgendwo im Leben eine auslösende Situation, die gemacht hat, dass der Mensch zum Autisten wurde. Das ist so vielschichtig. Das ist auf einer Seite im Erbgut angelegt. Dann spielen sicherlich auch ein paar Traumen mit da rein, weil aufgrund der Andersartigkeit von Autisten und der Reaktion des Umfeldes darauf passiert das halt einfach, dass ein Autist etwas mehr mit so Mini-Mini-Mini-Traumen in Anführungsstrichen zu kämpfen hat. Mhm. Ja, von daher gesehen, da gibt es nicht eine auslösende Situation, die den Autismus hervorgerufen hat. Okay, so nächste Frage ist, da gibt es Autisten, mit denen man nicht arbeiten kann? Gar nicht arbeiten, nicht, nee. Ich hatte sogar auch schon mal einen Kanner-Autisten, der sprach auch sehr wenig, er sprach aber sehr wenig und da habe ich auch gedacht, zuerst schwierig, ob ich dem überhaupt helfen kann, beziehungsweise der reagierte auch kaum auf mich. Wie kriege ich den dann überhaupt in Hypnose? Ja, Not macht erfinderisch. Ich habe das dann über den Atem gemacht. Ich habe mich einfach ihm gegenübergesetzt, habe seine Hand genommen und hier so auf meinen Brustkorb gelegt, dass er meinen Atem spüren konnte. Und ich habe meine Hand auf seinen gelegt und dann bin ich einfach in Hypnose gegangen.
Und über diese spürbare sinkende Atemfrequenz ist er auch wunderbar prima und nahezu mit mir synchron in die Trance gegangen. Und dann konnte ich mit ihm arbeiten. Und dann sprach er auch komischerweise mehr. Okay, spannend. Sehr spannend, echt. Ja, okay, der Georg hat auch noch eine Frage, nämlich die Problematik des Hausbesuchs ist mir klar. Wäre es nicht besser, Autisten quasi ein Heimspiel zu geben? Also sprich, bei einem Autisten ausnahmsweise mal einen Hausbesuch zu machen? Nee, dann bestätigst du sie in ihrer Ausweichstrategie. Das mache ich mit keinem. Nee, wirklich. Das ist nur Bestätigung. Dann müssen die ja gar nicht mehr raus aus ihrer Komfortzone. Die müssen ja schon den ersten Schritt selber tun. Okay, gut. So, dann hatte der Andras noch eine Frage. Der hat nämlich gefragt, warte mal, da muss ich mal kurz runterscrollen hier, ob er dich kontaktieren könnte, wenn er mal einen Autisten hätte, der zu ihm in die Sitzung kommt. Klar. Klar. Wobei Klar. wahrscheinlich das Kontaktieren gar nicht weiter notwendig ist, weil du hast ja schon gesagt, behandeln wie normale Menschen behandeln. Genau, behandeln wie normale Menschen. Okay, gut, spannend. Jetzt die Frage in die Runde, hat irgendwer von euch noch Fragen? Will noch irgendwer wissen? Oder soll, Esther, willst du noch irgendwas mit uns teilen? Nee, eigentlich jetzt nicht. Eigentlich nicht. Also, also ich sag's mal so rum. Wir können ja eigentlich auch sagen, dass das Thema von der Sache her gar nicht so komplex und kompliziert ist, wenn man das mit dem auf den Autisten einstellen ja. berücksichtigt. Ja, denn du hast ja gesagt, die kommen nicht, weil sie ihren Autismus loswerden wollen, sondern die kommen, weil sie Ängste, Zwänge, Depressionen haben. Und das sind ja, wie du gesagt hast, Themen, die wir sowieso täglich in der Praxis behandeln. Genau, genau. Und es ist wie bei jedem anderen Klienten auch wichtig, eben die Ressourcen zu sehen und die zu stärken und zu gucken. Bei Kindern sage ich immer, du bist so weit gekommen, nicht trotz des Autismus, sondern du bist so weit gekommen wie bis jetzt, eben wegen dem Autismus. Weil du so bist, wie du bist, bist du so weit gekommen, wie du jetzt bist. Ja. Okay, spannend, cool. Also, liebe Freunde der Veränderung, wir sind jetzt fast eine halbe Stunde dabei. Ich sage immer, wir wollen mal versuchen, eine Viertelstunde hinzukriegen. Wir schaffen das nie. Eine halbe Stunde ist fast gleich um. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, tippt sie schnell rein. Ansonsten, Esther, wir finden dich unter, warte, jetzt muss ich schnell tippen. Wenn ich deine Adresse, dich im Internet besuche, weil ich vielleicht Autist bin oder da irgendwie Hilfe brauche, finde ich dich unter hypnosepraxisfleck.de. Genau, richtig? Ganz hypnosepraxis-fleck.de. Das ist das Website. Wir finden dich auch bei Facebook. Also das heißt, wenn irgendwer Fragen hat, kann er Kontakt zu dir aufnehmen. Du bist, ich behaupte mal frech, du bist wahrscheinlich die erfahrenste Hypnosetherapeutin in Deutschland, was das Thema Autismus angeht. Ich kenne zumindest noch niemand anderen, aber ich kenne viele, das heißt, das hätte sich aufgetan, wenn es da noch andere gäbe. Sagen wir es mal so rum. Ja, weil für alle anderen Themen würden mir sofort eine Handvoll Leute einfallen. Bei Autismus würde ich immer sagen, da ist die Esther auf jeden Fall da. Wobei ich auch sagen muss, es kann tatsächlich sein, dass es noch Autisten gibt unter uns Hypnosetherapeuten, aber ich glaube, es geht keiner so offen damit um. Und das ist halt, ich konfrontiere die Leute sofort mit, steht auch auf meiner Webseite, warum soll ich da ein Hehl draus machen? Irgendwann kommt es sowieso raus, dass ich so ein bisschen das. Die schräge Schraube merkt man mir irgendwann schon an. Kann es auch einfach sein, dass ich Autist bin und das vielleicht gar nicht weiß, gar nicht so mitkriege, also weil es vielleicht schwach ausgeprägt ist oder so? Das kann einerseits sein und meistens ist es tatsächlich auch so, die Menschen, irgendwann arrangiert man sich mit seinem Anderssein und dann braucht man für sein Anderssein auch keine Diagnose. Wenn ich jetzt nicht meinen Sohn hätte, der massive Probleme in der Schule hatte wegen seines Autismus, dann wäre ich nie auf meine Diagnose gekommen. Dann wäre ich halt eine schräge Schraube geblieben und fertig. Okay, gut. Ja, das,
Also, ja, wenn du eine schräge Schraube bist, dann geht es dir vielleicht ähnlich wie Esther. So, ja. Also, gut, liebe Freunde der Veränderung, Esther, dann danken wir dir auf jeden Fall, dass du dir die 25 Minuten Zeit genommen hast, hier so ein paar Fragen zu beantworten. Ja, wir wissen, was jetzt zu tun ist. Wer Fragen hat, weiß, wie er dich findet. Und all die stillen Zuschauer, die sich nie beteiligen, schenkt Esther ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit, indem ihr einfach hier als Kommentar mal Danke reinschreibt, indem ihr das Video mit einem Daumen nach oben oder einem Herz markiert und teilt es, damit auch die Kollegen sehen, man kann Hypnose und Autismus, das sind nicht zwei Dinge, die auf gar keinen Fall miteinander gehen. Nein. Gut, Esther, hast du noch was, was du noch loswerden willst? Ein paar letzte Worte. Nö, all die jetzt hier so lange mit mir ausgehalten haben, vielen Dank. Gut, wunderbar, hervorragend. Dann soll es das jetzt tatsächlich gewesen sein. Und wir verabschieden uns. Wir sehen uns in den vermutlich morgen wieder hier. Gleiche Stelle, gleiche Welle, so in die Richtung. Esther, ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich drücke jetzt gleich auf Ende. Dann sind wir raus. Und ja, wie gesagt, schenkt Esther ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit, drückt einen Daumen nach oben, schreibt Danke rein. Esther kann das alles noch sehen und teilt das ruhig, dann ist allen geholfen. Also wir wünschen dir jetzt noch einen schönen Abend und sagen einfach bis zum nächsten Mal. Tschüssi dann.